Hallöchen, ich wollte mir gerade das Rückseite-Etikett ausdrucken für meinen komischen Stift. Habe ich aber bloß einen QR-Code. Schön, und der gilt nicht in Packstationen, nicht in Paketshops, sondern nur in Filialen. Super, dass unsere Filiale geschlossen ist, also für immer. Wie das falsch angeklickt? Ich habe keine Ahnung. Da gab es eigentlich nur DHL, Hermes und noch irgendwas anderes. Aber ich habe keine Filiale. Wo soll ich denn damit hin? Nach Timbuktu? Ey, so ein Dreck, wirklich, das nervt mich jetzt schon wieder. Dieser dämliche Stift. Nein, er hat noch einen anderen gefunden, der etwas günstiger ist, weil das Original zu dem Template kostet einfach mal 32 Euro. Er hat einen gefunden, der halb so teuer ist, der hoffentlich funktioniert. Den hat er gestern bestellt. Aber ich will das Ding zurückschicken. Und nicht mit so einem, ich muss in die Filiale, ich weiß nicht mehr, wo die nächste Filiale ist. Ich kenne nur Paketshops hier in der Nähe. Die Filiale ist dicht. Ja doch, ich wüsste, wo eine ist, aber die ist weit weg. Dann müsst ihr erstmal mit der U-Bahn drei Stationen fahren. Ich glaube. Zwei? Drei Stationen? Irgendwie so einen Dreh. Es ist Sonntag, da kann ich eh nicht hinfahren. Oh Mann, ey. Mal gucken, ob er es nachher nochmal ändern kann. Ich schicke dir öfter was zurück, hat noch nie so komischen QR-Code gehabt. Ich habe irgendwas falsch angeklickt, ich weiß es nicht. Müssen wir dann mal gucken. So, ich werde jetzt rausgehen, meine Runde tapsen. Dabei weiter das Hörbuch, was ich gerade angefangen habe. Ich muss niesen. Klappt nur nicht. Kribbelt in der Nase und klappt nicht. Das nervt mich jetzt schon wieder. Gibt's doch. So, ich habe nämlich gestern das Hörbuch angefangen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Und zwar Sharing. Und mein Vater hat es ja gelesen und er hat mir nicht gesagt, dass da mein Name drin vorkommt. Was? Ich habe gestern das erste Mal gedacht, ich habe mich verhört oder sowas, aber nein. Ich bin bei Kapitel 5 circa. Ich habe heute Morgen irgendwie ein bisschen rekonstruiert, wo ich war, aber genau weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall Kapitel 5 anfangen, da bin ich auf jeden Fall schon gewesen. Und ja, also ein Stückchen. Das werde ich jetzt immer unterwegs hören. Habe ich jetzt beschlossen. Und dann ist gut. Gut. Also, Jeans anziehen, lostappeln. Ach nee, Müll sammeln muss ich vorher noch. Heute sind die ganzen kleinen Mülleimer dran, die ich immer leer mache. Also hier in meinem Zimmer, im Badezimmer, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Genau. Die werden jetzt leer gemacht, damit ich dann gleich wieder Müll mit runternehmen kann. Und das mache ich jetzt. Und dann geht's raus. In die Kälte. Ich habe keine Ahnung, wie kalt es ist, sagte meine Uhr. 1 Grad. Es ist frisch. Okay, also Mütze aufsetzen und so weiter und so fort. Wir sind alle wieder zu Hause. Moni hat den Thron erobert. Welche Seltenheit. Wir gucken jetzt Gronkh. Wie mit Soße? Käse mit Soße. Ich werde ja wohl Käse mit Soße essen dürfen, oder nicht? Stinkekäse. Limburger. Oh, was machst du denn mit ihr? Oh Gott. Die springt immer so. Ja, springt immer so. Und wir haben gestern bei Marz Kauf so ein Soda-Zeug mitgenommen. Letztes Mal schon gesehen. Super Soda. Diese war reduziert. Da gab es Granatapfel, konnte ich nicht nein sagen. Dann hatte gestern Blueberry, war wohl nicht so seins. Zu künstlich, es schmeckt halt einfach auch so, war nicht so wild. Die möchte den Thron nicht mehr besteigen. Ich probiere jetzt Granatapfel. Und er quält die Katze. Ja, schno, schno, Sie mag schno, aber gar nicht schno. auf dem Arm Nee, sein. ist klar. Sicher. Jetzt endlich. Juhu. Ja, endlich. Na klar. Hat auch totalen Na, Fluchtmodus drauf, mal ne? den Beutel da weg, den Müllbeutel. So. Gut, auf geht's. Ich habe auch schon Kaffee. Steht da. Aber erstmal probiere ich das hier. Ich sag ja immer, wenn Thriller verfilmt werden, die eklig sind, kann ich sie nicht gucken, ja? Habt ihr schon gewusst, dass die Chemie des Todes verfilmt wurde als Serie? Auf Paramount heißt das Ja. Dings, ja? Wir haben gerade die ersten beiden Episoden gesehen. Ich musste manchmal weggucken, ging nicht, ja? Weil wusste ich ja, da ist eklig. Ich weiß doch gar nicht, wie es überhaupt.
Das Buch ist schon lang, zu lange her. Eieieiei. Ja, aber ich habe den Riecher gehabt mit allen beiden. Das ist wohl wahr. Ja. Daniel wusste schon wieder mehr, obwohl er das Buch überhaupt gar nicht kennt. Siehst du, kannst du mal sehen. Ich bin schon ein Kerlchen, ich bin. Eieieiei. Na, mal gucken, ob es die anderen Bücher auch verfilmen. Wenn ja, muss ich die ja auch weiterlesen, weil ich habe ja nur die ersten beiden Bände, glaube ich, gelesen bisher. Ja, wenn du überhaupt so viel verfilmt hast. Sag ja, wenn. Mal gut, ne? Aber wenn, dann muss ich weiterlesen, ja, weil. Wenn. Ja, was wird das denn jetzt hier? Lebenslos Zeug. Nein. Oh Gott. Alles klar, Mia. Sonst geht's dir gut, ja? Ja. Hier, Mund lag voll den ganzen Tag auf meinem Schoß. Alles ist prima. Ja. So. Und lesen kann ich heute gut wie gar nicht. Ich bin immer noch bei Kapitel 16. Ja, 16. Von 22. Ich glaube, das wird heute nichts mehr werden. Naja, egal. Passt schon. Ja. Dann lese ich in den nächsten Tagen zu Ende, dann ist auch gut. Mhm.